Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag, 22. März 2014. Noch einmal hier kurz vom Chiemsee. Die Sonne ist aufgegangen, wunderschön heute um 6.20 Uhr. Und wir liegen hier in einem Sonnenfenster. Wenn wir uns das am Radar kurz anschauen, es ist wirklich hier, um den Chiemsee herum ist noch so eine Wolkenlücke, aber die wird sich bald zuziehen. Und dann schätze ich mal, dass es am frühen Nachmittag schon die ersten Regentropfen geben könnte. Und was auch interessant ist, Wetter Online hat da ein sehr gutes Tool. Man kann hier die Entfernung von seiner Position anzeigen. Die Position sieht man hier auf diesem Fadenkreuz dargestellt. Und wir zeichnen jetzt die Entfernung zur Kaltfront ein. Und das sind ungefähr 200 Kilometer. Wirkt vielleicht viel, aber das geht jetzt relativ rasch, weil der Föhn lässt langsam nach. Heute Morgen haben noch einige Leute dieses schöne Wetter genützt. Also ich habe gesehen, da hinten einen Ballonfahrer, der hier über den Bergen hinten die Thermik noch genützt hat und einen einsamen Fischer am See. Aktiv sind auch Spinnen, die da ober mir auf der Decke sind. Sie wandern jetzt langsam wieder zu ihren Schlafplätzen, denn die sind ja eher nachtaktiv. Ist relativ unangenehm. Also das sind gerade mal 30 cm. Ich könnte sie mit der Hand berühren und bin nicht so der Spinnenfreund. Apropos Tiere. Kurz noch zu gestern. Ich sprach von Gelsen und dann haben mich die Leute natürlich hier angeschrieben und mich gefragt, Gelsen, was verdammt nochmal sind Gelsen? Das ist der österreichische Ausdruck für Stechmücke in Deutschland. Bitte um Verzeihung, ich bin ein Ösi, ich gebe es zu. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Spitzingsee auf 1300 Meter, da wird das Szenario schon ganz anders aussehen und da ist das kurze T-Shirt nicht mehr angesagt. Ich schätze mal, bis ich dort bin am frühen Nachmittag, wird es schon völlig zu sein und wird vielleicht auch schon die ersten Schneeflocken dort oben geben. Also, vom Sonnenschein und Wärme direkt hinein in den Wettersturz mit Kälte und Schnee. Soweit von hier, vom Chiemsee, für Wetter Online und mein Name ist Andreas Stiedl.